Jetzt war die Stunde gekommen, in welcher der Ritter seine geliebte Magelone besuchen sollte. Er ging heimlicherweise auf die Kammer der Amme, wo er die Prinzessin fand. Magelone saß auf einem Ruhebett, wollte aufstehen, ihm um den Hals fallen und ihn mit Tränen und Küssen bedecken. Doch mäßigte sie sich und blieb sitzen, aber eine scharlachne Röte überzog ihr ganzes Gesicht. Magelone reichte ihm ihre schöne Hand, ließ ihn aufstehen und sich neben sie niedersetzen. Lange wollte kein Gespräch in Gang kommen. Ihre zärtlichen Blicke störten die Worte, aber endlich entdeckte sich ihr der Jüngling und sagte, dass er sich ihr ganz zu eigen ergeben habe, seit er sie zuerst gesehen, dass ihr sein ganzes Leben gewidmet sei. Er schenkte ihr den dritten Ring, welcher der kostbarste von allen war, und küsste ihre lilienweiße Hand. Magelone war innig bewegt. Sie stand auf und holte eine güldene Kette, die sie ihm um den Hals legte und sagte, »Hiermit erkenne ich euch für mein und mich für die eurige.« Dann nahm sie den erschrockenen Ritter in die Arme und küsste ihn herzlich auf den Mund, und er erwiderte den Kuss und drückte sie gegen sein Herz. Sie mussten scheiden, und Peter eilte sogleich nach seinem Zimmer, als wenn er seinen Waffenstücken und seiner Laute sein Glück erzählen müsse. Er war so froh, als er noch nie gewesen war.